In diesem Video geht es darum, welche Unterschiede es bei Bio-Lebensmitteln gibt, ob es sich überhaupt lohnt, Bio-Lebensmittel zu kaufen und was du tun kannst, um dich so schadstoffarm wie möglich zu ernähren. Hallo, ich bin Julie von Daily Detox. Wenn wir über Bio-Lebensmittel sprechen, ist es als erstes mal wichtig, sich anzuschauen, welche unterschiedlichen Bio-Siegel es überhaupt gibt. Und da gibt es zwei große Unterschiede oder zwei Hauptkategorien, in die man diese Lebensmittel einsortieren kann. Und das ist sind einmal alle Lebensmittel, die nach der EU-Öko-Verordnung angepflanzt werden oder hergestellt werden. Und dann gibt es die Bio-Anbauverbände. Die Bio-Anbauverbände in Deutschland sind Bioland, Demeter und Naturland. Und pauschal kann man schon mal sagen, die strengsten Richtlinien haben Bioland, Naturland und Demeter, also die Bio-Anbauverbände. Ja, und dann ist es auch noch wichtig zu unterscheiden zwischen tierischen Produkten und pflanzlichen Produkten, also Obst und Gemüse. Und dazu möchte ich dir schon mal vorab sagen, also ich werde natürlich jetzt auch über tierische Produkte sprechen, allerdings ernähre ich mich schon seit Jahren aus gutem Grunde vegan. Ich bin aber keine Ernährungsberaterin, die jetzt sagt, jeder Mensch muss sich vegan ernähren. Also ich bin da durchaus nicht dogmatisch. Ich für mich habe entschieden, vor allen Dingen auch aus gesundheitlichen Gründen, aber natürlich auch aufgrund des ganzen Tierleides, was mittlerweile ja auch überall bekannt ist. Es kann eigentlich keinem Menschen mehr entgangen sein, wie die Tiere leiden müssen. Aber bei mir war im ersten Moment hauptsächlich meine eigene Gesundheit der Grund, warum ich mich vegan ernähren wollte. Aber dazu komme ich auch später noch. Nur vorab wollte ich dir das mitteilen. Es ist mir ganz, ganz wichtig auch zu sagen, ich spreche hier auch über tierische Produkte. Ich selber habe mich aber dazu entschlossen, keine tierischen Produkte mehr zu mir zu nehmen. Also genau, kommen wir als erstes mal zu den tierischen Produkten. Da gibt es erstmal die Regelung nach der EU-Öko-Verordnung, also nach dem EU-Biosiegel. Das ist dieses grüne Siegel, kleine grüne Rechteck mit dieser, ich glaube, es ist so ein kleines Blatt aus dem EU-Logo geformt. Und alles, was mit diesem Siegel versehen ist, also alle tierischen Produkte, haben natürlich, ja, wie ich schon vorab gesagt habe, wesentlich weniger strenge Auflagen, auch was die Tierhaltung angeht. Man kann so pauschal sagen, dass alle Höfe, die nach der EU-Öko-Verordnung zertifiziert sind, fast doppelt so viele Legehennen, Hennen, Mastschweine, Kühe und so weiter auf engerem Raum halten dürfen als die Bio-Anbauverbände. Wie gesagt, die Regeln sind weniger streng. Und wie viele Tiere das genau pro Hektar Land sind, damit möchte ich dich jetzt hier nicht langweilen. Das kannst du dir gerne in meinem Blogartikel angucken, den ich dazu geschrieben habe im letzten Jahr. Den verlinke ich dir auch nochmal unterhalb dieses Videos. Da steht nochmal genau drin, wie viele Legehennen und wie viele Mastschweine und so weiter auf einem Hektar Land gehalten werden dürfen und wie viele im Unterschied zu den Bio-Anbauverbänden. Dann gibt es, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt auch, große Unterschiede, was die Versorgung der Tiere angeht, also die Nahrung, die Tiere bekommen. Bei der EU-Öko-Verordnung ist es so, dass die Tiere tatsächlich teilweise so bis zu 15% konventionell gefüttert werden dürfen, also mit konventionellem Futter aus Nicht-Bio-Anbau. Und bei den Bio-Anbauverbänden dürfen die Tiere überhaupt gar kein konventionelles Futter bekommen. Also da muss das Futter 100% aus Bio-Anbau stammen. Und außerdem dürfen die Bio-Anbauverbände ihre Tiere auch nicht ganzjährig zumindest mit Silagefutter füttern. Silage es ist quasi Milchsäure vergorenes Gras oder auch Mais, was gelagert werden kann über längere Zeit und wo die Tiere vor allen Dingen auch im Winter mit gefüttert werden können. Und das ist nicht erlaubt bei den Bio-Anbauverbänden und bei der EU-Öko-Verordnung gibt es überhaupt keine Regelung dazu, also auch keine Verbote. Das heißt, theoretisch dürfen Tiere
oder Höfe, die die EU-Verordnung haben, ihre Tiere ganzjährig mit Silage füttern. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist das Thema Gentechnik, gerade auch bei Soja-basiertem Futter, finde ich einen unheimlich wichtigen Punkt, was für mich auch ein ausschlaggebender Punkt war, mich vegan zu ernähren oder pflanzenbasiert zu ernähren, ist, dass Soja eben oft genmanipuliert ist. Wir Menschen, also für Menschen darf kein genmanipuliertes Essen oder keine Nahrung, kein Tofu und so weiter hier in Deutschland verkauft werden, aber für Tiere, also Tierfutter, darf sehr wohl genmanipuliert sein. Und da kann man sich dann auch überlegen, wenn man Fleisch aus oder generell tierische Produkte oder auch Eier oder Milchprodukte mit dem EU-Siegel kauft, läuft man immer Gefahr, dass da auch Gentechnik indirekt mit im Spiel ist, dadurch, dass die Tiere dieses Futter gefressen haben. Was dann noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist der Kuhtrainer. Der Kuhtrainer ist so ein Gerät, in dem Kühe gehalten werden, was die Kühe, sobald sie sich krümmen, um sich zu lösen, die bekommen einen Stromschlag dann, wenn sie sich krümmen. Das ist wie so ein kleiner Detektor. Und das führt wiederum dazu, dass die Kühe dann automatisch, wenn sie den Stromschlag bekommen haben, einen Schritt zurück machen und in die dafür vorgesehene Rinne urinieren bzw. ihren Kot da rein ablassen. Und dieser Kuhtrainer ist bei den Anbauverbänden, also Bioland, Naturland, Demeter, verboten. Und bei den Höfen, die nach dem EU-Biosiegel zertifiziert sind, gibt es dazu überhaupt gar keine Regelung. Das heißt auch keine Verbote. Ja, jetzt gucke ich noch mal kurz in meinen Blogartikel rein, dass ich auch ja nichts vergesse. Hatte ich schon gesagt, den Blogartikel verlinke ich dir unterhalb dieses Videos. Da sind auch noch mal detailliertere Infos drin, wie gesagt, zur Haltung der Tiere. Da habe ich nichts vergessen. Gentechnik, habe ich auch erwähnt. Ja, und dann kommen wir schon zu den pflanzlichen Lebensmitteln, also zu Gemüse und Obst. Da gibt es natürlich auch wieder riesengroße Unterschiede. Und der erste große Unterschied ist, dass Betriebe, die nach der EU-Öko-Verordnung anbauen, nicht komplett nach dieser EU-Öko-Verordnung anbauen müssen. Sie können theoretisch auch direkt nebendran noch ein Feld haben mit konventionellem Anbau. Das heißt also, die Gefahr ist relativ groß, dass Pestizide oder auch irgendwelche Stoffe, die sich angereichert haben in den Böden, auch auf das Biofeld übergehen können. Und dann gibt es auch keine Verordnung nach der EU-Öko-Verordnung, die irgendwie festschreibt, dass vor der Bewirtschaftung mit Bio-Gemüse und Obst es nicht möglich war, auch herkömmlich anzubauen. Das heißt also, die Böden sind teilweise sehr chemikalienbelastet. Das kann sein, wenn vorher normaler Anbau da stattgefunden hat und danach entscheidet ein Bauer so, jetzt mache ich aber nach EU-Öko-Verordnung, kann man sich natürlich ausrechnen, wie viel Pestizide da eventuell noch in den Böden sind. Das ist aber durchaus erlaubt nach der EU-Öko-Verordnung. Und was auch erlaubt ist, die können auch direkt neben der Autobahn anbauen. Das ist überhaupt gar kein Thema, ist erlaubt. Und diese beiden Dinge oder diese drei Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind für die Bio-Anbauverbände nicht erlaubt. Also Bioland, Naturland, Demeter müssen zu 100% nach diesen Regelungen anbauen. Sie dürfen nicht irgendwo noch nebendran konventionell anbauen und sie dürfen auch nicht auf chemikalienbelasteten Boden anbauen. Finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wie du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst, bei diesen Unterschieden könnte man jetzt meinen, es macht überhaupt gar keinen Sinn, die Lebensmittel, die EU-Öko-Siegel zertifiziert sind, zu kaufen. Ich denke, so kann man es jetzt auch nicht sehen. Allerdings, wenn man darüber nachdenkt, Bio zu kaufen, dann ist es natürlich so, dass Bio-Lebensmittel sind einfach teurer. Ganz klar, die Lebensmittel von den Bio-Anbauverbänden sind noch ein bisschen teurer. Und deswegen empfehle ich immer, wenn du im Supermarkt stehst und nicht genau weißt, was sollst du jetzt kaufen, geh am besten nach den Dirty Dozen und Clean 15.
Also mal ganz unabhängig von den Anbauverbänden. Wenn du Demeter-Erdbeeren findest oder Demeter-Äpfel findest und es passt in dein Budget, empfehle ich dir auf jeden Fall natürlich dieses Obst oder auch Sellerie, Gemüse, was auch immer es ist, zu kaufen nach den Anbauverbänden. Die nächstbessere Wahl ist dann in der Regel nach der EU-Öko-Verordnung zu kaufen. Aber oben drüber finde ich, auch gerade je nach Geldbeutel steht immer die Kategorisierung in Clean 15 und Dirty Dozen. Das ist eine Untersuchung, die EWG, die Environmental Working Group, jedes Jahr neu macht. Die untersuchen Obst- und Gemüsesorten und stellen dann fest, welche Obst- und Gemüsesorten am allermeisten belastet sind. Und dann machen sie eine Liste, und zwar die Clean 15, also die sauberen 15. Das sind die am 15 am wenigsten belasteten Obst- und Gemüsesorten. Und die Dirty Dozen, das sind die 12 am meisten belasteten Obst- und Gemüsesorten. Diese Tabelle habe ich als Foto in den Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, eingefügt. Den kannst du dir screenshotten oder auch direkt als Bild runterladen. Die kannst du dann auf deinem Handy haben und damit einkaufen gehen. Dann ist es wesentlich einfacher, als wenn man das alles im Kopf haben muss. Ich aktualisiere das auch jedes Jahr, weil die EWG eben jedes Jahr nochmal neu untersucht und eventuell auch nochmal kleine Änderungen einpflegt. Die Environmental Working Group ist eine amerikanische Organisation, allerdings kann man die Dirty Dozen und Clean 15 schon einigermaßen auch auf Deutschland übertragen, nicht 100%, aber es ist auf jeden Fall eine gute Richtlinie. Und deswegen empfehle ich dir, wie gesagt, immer, wenn du im Supermarkt stehst und es passt in deinen Geldbeutel, und es gibt Gemüse und Obst von den Bio-Anbauverbänden, kauf auf jeden Fall Bioland, Naturland, Demeter. Wenn es das aber nicht gibt, ist die EU-Öko-Verordnung auch in Ordnung. Allerdings kannst du eben auch zusätzlich noch schauen, mal so als Beispiel, Erdbeeren sind extrem pestizidbelastet und gehören zu den Dirty Dozen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt stehe, im Sommer, so wie jetzt im Moment, und es gibt Erdbeeren, dann kaufe ich diese Erdbeeren nur, wenn sie aus einem Bio-Anbauverband kommen. Also ich kaufe sie nicht, wenn sie EU-Öko-Verordnung zertifiziert sind oder wenn sie überhaupt nicht bio sind. Es sei denn, ich kenne den Bauern und ich weiß, das ist ein kleiner Betrieb, die können sich, sowas gibt es nämlich auch, ne, ist auch ganz wichtig zu erwähnen, es ist ein kleiner Betrieb und die können sich diese Zertifizierung nicht leisten. Und ich weiß aber, weil ich mit den Bauern gesprochen habe, dass sie ihre Erdbeeren oder was auch immer es ist, nicht spritzen. Dann kaufe ich das natürlich auch. Ne? Es gibt ja so öfter mal so Straßenstände oder Wochenmärkte, wo man diese Lebensmittel kaufen kann. Ja, aber wenn ich jetzt im Supermarkt bin, würde ich diese Erdbeeren eben nur kaufen. Und das Gleiche gilt für mich, auch für Äpfel, wenn sie Bioland, Naturland oder Demeter zertifiziert sind. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, da zu unterscheiden und dann vielleicht auch zu sagen, nee, also wenn es das nicht gibt, dann kaufe ich es nicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, natürlich Tiefkühlobst und Gemüse zu kaufen, gerade wenn du vielleicht auch mal exotische Früchte essen möchtest, exotische Früchte, wenn du zum Beispiel Erdbeeren im Winter mal essen möchtest, die sind natürlich dann definitiv nicht regional, es sei denn, sie wurden schon längerfristig eingefroren. Dann kann man sowas ja auch mal TK im Tiefkühlfach bevorraten. Das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit. Vor allen Dingen auch, weil man da nicht immer darauf angewiesen ist, das jeweilige Obst und Gemüse dann auch im Supermarkt in Bioqualität zu finden. Und was ich dir generell auch empfehlen kann, ist, wenn du Obst und Gemüse kaufst, egal ob bio oder nicht bio, aber vor allen Dingen, wenn nicht bio, es gründlich abzuwaschen. Denn die Chemikalien befinden sich, oder die Pestizide, Herbizide, befinden sich natürlich auf der Schale des Obst und Gemüses. Allerdings reicht das Abwaschen alleine auch nicht. Ne? Also selbst wenn du jetzt herkömmliche, also Äpfel aus herkömmlichem Anbau hast, und auch Äpfel gehören zu den meist belasteten Obstsorten leider, und du wäschst sie ab, dann kannst du davon ausgehen, dass zwar ein Großteil
der Pestizide abgewaschen wurden, aber die dringen natürlich auch in das Innere des Apfels. Also das Abwaschen alleine reicht nicht, aber das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, die ich dir sehr empfehlen kann. Jetzt gucke ich noch mal kurz in meinen Blogartikel rein, ob ich irgendwas vergessen habe wieder zum Thema Obst und Gemüse. Genau, Dirty Dozen Clean 15. Ja, also die Dirty Dozen und Clean 15, wie gesagt, ich verlinke dir den Blogartikel, dann kannst du es dir nochmal genau anschauen. Was ich jetzt gerade wieder sehe und was ich total gut finde und was ich dir jetzt auch vorher, bevor du es dir anschaust, mitgeben möchte, super. Avocados, dazu komme ich gleich noch zu einem anderen Thema auch, Thema regionale Lebensmittel. Avocados gehören zu den Clean 15, mega gut, denn Avocados sind ja nicht ganz günstig und ja, werden sowieso regional nicht angebaut, wobei ich meine, ich habe schon mal irgendwo so ein kleines Unternehmen gesehen, die damit angefangen haben, aber generell ja, kommen sie von weit her. Und wenn du mal Avocados essen möchtest, und ich gebe zu, ich esse sehr gerne Avocados, auch wenn sie nicht regional sind, ja, kannst du sie guten Gewissens auch aus herkömmlichem Anbau kaufen. Ja, und jetzt komme ich abschließend nochmal zu dem Thema, was ist jetzt wichtiger? Das werde ich auch öfter gefragt, regional oder bio. Und ja, das darf natürlich jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde beides wichtig. Allerdings ist mir mein wertvoller Körper am allerwichtigsten. Deswegen treffe ich die meisten Entscheidungen erst für mich selber. Also, dass ich so gesund wie möglich bleibe. Heißt, ich kaufe, wenn es geht, bio. Auch wenn es vielleicht nicht regional ist und ich aber gerade Lust auf dieses Lebensmittel habe. Denn wenn mein wertvoller Körper nicht gesund ist, dann habe ich gar nicht mehr, auf Dauer zumindest, nicht die Kraft, mich auch um unsere Umwelt zu kümmern. Also das ist mein Ansatz generell als Detox-Coach. Das gebe ich meinen Kundinnen und Kunden auch immer mit. Aber es darf natürlich jeder für sich entscheiden. Und dann im Supermarkt auch zu schauen, gibt es das Lebensmittel überhaupt in Bio? Gehört das, wenn es jetzt nicht zu den Dirty Dozen gehört und man kann es herkömmlich kaufen? Und es gibt dieses Lebensmittel auch regional und es kostet nur ein paar Cent mehr, würde ich natürlich auch auf das regionale Obst und Gemüse zurückgreifen. Aber treff hier am besten deine eigene Entscheidung. Du weißt selber, was dir am wichtigsten ist. Ich kann dir nur mitgeben, was ich selber erfahren habe und was mir wichtig ist. Und ich habe ja auch eine ziemlich lange Krankheitsgeschichte hinter mir. Und die meisten Dinge, die mich krank gemacht haben, waren eben Schadstoffe. Es ist bei den allermeisten Menschen so, die meisten Krankheiten basieren auf einer Vergiftung unseres wertvollen Körpers. Und deswegen ist mir das eben besonders wichtig, so schadstoffarm wie möglich einzukaufen. Also nochmal zusammengefasst, wenn du dich so schadstoffarm wie möglich ernähren möchtest, versuche so viel wie möglich auf tierische Produkte zu verzichten. Wenn du dennoch tierische Produkte zu dir nehmen möchtest, kauf sie idealerweise von einem Bio-Anbauverband, also Bioland, Naturland oder Demeter. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn du das vorfindest im Supermarkt oder beim Bauern deines Vertrauens, es gibt ja auch diese Abo-Bio-Kisten, die ich dir sehr empfehlen kann, falls du sowas bei dir in der Nähe hast. Wir haben auch immer ein Abo hier, einmal die Woche kriegen wir eine riesengroße Kiste mit einer Fülle an, auch sehr viel regionalem Obst und Gemüse. Genau, also der zweite Punkt ist, kauf am besten von den Bio-Anbauverbänden auch dein Obst und Gemüse, wenn das nicht möglich ist, von der EU-Öko-Verordnung. Und dann kannst du zusätzlich auch noch als dritten Punkt die Dirty Dozen und Clean 15 dir immer wieder als Wiedervorlage im Supermarkt anschauen. Am besten, wie gesagt, aufs Handy, auf dem Handy abspeichern und dann schauen, okay, was gibt es hier jetzt eventuell auch aus Nicht-Bio-Anbau, was ist aber nicht so stark belastet. Und das kannst du dann kaufen. Was ich an dieser Stelle auf gar keinen Fall unerwähnt lassen möchte, ist die Tatsache, dass es auf dieser Welt meiner Meinung nach 100% Bio nicht mehr gibt. Das sollte uns eigentlich der logische Menschenverstand schon sagen. Es gibt aber auch ja, Beweise, in Anführungsstrichen Beweise oder zumindest Hinweise darauf, dass es kein 100% Bio mehr in dieser Welt gibt. Und zwar hat man unter anderem Glyphosat-Rückstände im tiefsten Bayern irgendwo im Wald gefunden, da wo eigentlich überhaupt gar kein Anbau stattfindet, also weder bio noch konventionell. Trotzdem hat man dort diese Rückstände in den Böden gefunden. Und
Dann gibt es auch noch das Geoengineering. Dafür gibt es auch noch einen anderen Ausdruck, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, weil ich nicht genau weiß, wie lange dieses Video sonst online sein wird. Jedenfalls wird mit Geoengineering das Wetter beeinflusst. Und man hat aufgrund dieses Geoengineerings schon Aluminiumrückstände und andere Schwer- und Leichtmetalle in der Luft bzw. dann im Boden gefunden, die aus der Luft niedergerieselt sind oder aus dem Regen, mit dem Regen zusammen auf die Erde runtergekommen sind. Und ja, diese Schwermetalle und Leichtmetalle und anderen Stoffe aus der Luft, die machen natürlich keinen Halt vor einem Demeter-Obst- und Gemüsefeld. Also es ist wirklich schwierig heutzutage sich komplett schadstofffrei zu ernähren. Man kann sich natürlich sehr schadstoffarm ernähren. Und ja, dieses Thema, wenn man darüber spricht, es ist schon ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also es wiegt auch schwer, es fühlt sich nicht so gut an. Und trotzdem bin ich ein Mensch, ich finde Lebensfreude unheimlich wichtig und ich finde es wichtig, sich auf das zu fokussieren, was wir tun können. Und einmal natürlich die Schritte, die ich eben erwähnt habe, das sind die Schritte, die du gehen kannst, um dich so schadstoffarm wie möglich zu ernähren und gleichzeitig natürlich regelmäßige Entgiftung, mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr empfehle ich dir, deinen wertvollen Körper zu entgiften. Ich persönlich nehme außerdem auf einer täglichen Basis das Clean Slate von Root ein, dazu habe ich auch ein Video gemacht, beziehungsweise ein Interview gemacht, das habe ich auch auf YouTube hochgeladen, da stelle ich dir den Link auch nochmal hier in die Videobeschreibung rein. Und Clean Slate ist sind Entgiftungstropfen auf Basis von Clinoptilolid, Zeolit. Und was das alles kann in Bezug auf Entgiftung, da darf man sehr, sehr vorsichtig sein in der Formulierung. Deswegen schau dir am besten das Interview dazu an. Ich finde es ein großartiges Produkt. Mir persönlich hilft das sehr. Trotzdem ich nicht komplett schadstoffarm leben kann, egal wie sehr ich darauf achte, meinen Körper so gesund wie möglich zu halten. Ja, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr auf einen Daumen nach oben und vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du noch mehr tun möchtest für ein schadstoffarmes Leben, empfehle ich dir meinen Daily Detox Guide, die 10 wichtigsten Schritte für dein Daily Detox runterzuladen. Den bekommst du automatisch, wenn du dich für meine Daily Detox Mails, also für meinen Newsletter anmeldest. Den Anmeldelink poste ich dir auch nochmal unterhalb dieses Videos. Und dann bekommst du diesen, wenn du dich angemeldet hast, bekommst du diesen Guide automatisch zugeschickt. Also, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Stay detoxed, deine Julie.